Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zur Pokémon Blauen Nuzlocke. Wir befinden uns hier vor der dritten Arena, beziehungsweise vor einem Hindernis, das uns zur dritten Arena, naja, was im Weg steht einfach. Den wir heute entfernen werden, diesen Baum. Und vorab, ich habe noch nicht geheilt, aber ich habe schon mal Carp rausgeschmissen. Und ihr könnt euch darauf einstellen, wir werden in diesem Part eigentlich nur Matthew benutzen können. Denn, naja, Darkyrus ist schwach gegen Elektro, Kevin ist schwach gegen Elektro, David N. hat so gut wie gar nichts drauf, bis auf den Body Slam und Zaltak. Und Kunz, naja, Kunz ist krass überlevelt momentan. Den möchte ich ungern verwenden, aber ich habe schon mal nachgeschaut, wer kann denn so gut, hier TM01 ist mega hieb, kann keiner lernen, blöd. Wer kann denn so schön alles Zerschneider lernen? Ich habe geschaut, ob der Eimann das lernen kann. Er kann es nicht lernen. Und, naja, das einzige Pokémon, was es überhaupt lernen kann, ist Matthew. Ist ein bisschen ärgerlich, da man es das Schneider nicht verlernen kann. Als VM-Attacke kann man keine Attacke davon verlernen. In der ersten Generation. In der zweiten Generation ging es dann. Ich glaube aber, ging es erst ab Kristall? Nee, es ging schon ab Gold und Silber. In einer Stadt, die ein bisschen später gelegen ist. So, wir wollen Zerschneider lernen. Und zwar statt... Boah, nö, das ist so ärgerlich. Ah, Sandwirbel. Mach mal Sandwirbel weg. Ist zwar schön gemein, noch ziemlich stark, aber... Geowurf habe ich erst im letzten Part beigebracht. Und, der Schlitzer auch. Und die flicken viel rum. Kein Wunder, dass ich mich... Pfui, Igitt, hau ab. Kein Wunder, dass ich mich so gerade ein bisschen verbabbelt habe. Verbobbelbabbelt. So, aber erstmal, bevor wir jetzt irgendwas Blödes machen, heilen. Und dann kann ich mal eine Frage stellen, ne? Wobei, die Frage, glaube ich, in Arena-Kampf selbst. Eine Frage, da ja gefragt worden ist, ob ich eine Frage in der Folge wieder reinbringen könnte, irgendwie in einer Art und Weise. Mache ich. Kein Ding, nehme ich auf jeden Fall rein. Ist nur die Sache, wie mache ich das denn bloß? Ich weiß es nicht. Weil normalerweise habe ich eine Frage der Folge immer unter dem Part stehen. Also im Layout unten im Part. Oder über dem Part kriegen wir natürlich auch. Aber, naja. Matthew setzt den Zerschneider ein. Eine schöne Neuerung, die sie reingebracht haben in der zweiten Generation. Man muss nicht mehr ins Menü gehen und einfach... Klicken, klicken, klicken. Man kann einfach den Baum anklicken und fertig ist. So. Die Arena aus Urania City. Der Arenaleiter ist Major Bob. Oder Major Bob. Hm? Der blitzschnelle Arenaleiter. Ha! 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 Also wer Major Bob kennt, der weiß schon, dass das eine falsche Bezeichnung ist. Also, der ist nicht blitzschnell. Hey, warte du Champion Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Oh, dieses... Was soll ich groß sagen? Zum einen, natürlich Brotwaschen hier. Zum anderen... Willkommen in der Arena mit dem meistgehassten Rätsel überhaupt. Da man sich hier theoretisch... Naja, doch in der Theorie kann man hier gar nicht durchkommen, wenn man einfach nur riesen Pech hat. Wenn man Glück hat, schafft man es beim ersten Versuch. Allerdings muss man dazu ein paar Regeln kennen. Aber erstmal kämpfen wir. Na, das ist kein Kinderspielplatz. Kein Kinderspielplatz? Kein Spielplatz. Wie auch immer. Ist mir scheißegal. Du Matrose, du. Der Matrose hat ein Tattoo auf dem Arm. In späteren Spielen haben die keine Tattoos mehr. Das ist ein Funfact, der nicht jeder, den man nicht wissen muss. Aber ich glaube, das haben sie alles irgendwie entfernt. So große Tattoos und sowas. Weil ein paar Länder haben gesagt, oh, das mögen wir nicht und nehmen das besser raus, bla bla. Kennt man, das ist einfach so ein bisschen bescheuert. So, diese Pikachu können uns überhaupt gar nichts. Machen Ruckzuckhieb, ein bisschen Schaden, halb so schlimm. Aber ihr Donnerschock bringt absolut gar nichts. Und während sie Level... ein paar Level höher, Level... Welches Level nehmen wir denn?
ich glaube 27 oder 26, dann nennen sie Donnerblitz, können sie auch nicht einsetzen. Haha. Wow, du hast mich überrascht. Jupp, dankeschön. So, du, mein Herr. Ich glaube, ich werde einmal kurz den David N. reinschicken. Für ein bisschen Erfahrungspunkte. Oder? Oder auch den Darkyros. Ich meine, die geben einigermaßen gute Erfahrungspunkte. Ja, machen wir Mauzi. Die geben einigermaßen gute Erfahrungspunkte. Eventuell kann ich ja was umhauen damit, aber naja. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit der Elektrizität bin ich ein Profi. Schöne Musik, die du hast. Ein Rocker. Oh Mann. Das sind nicht so schöne Gesellen. Und vor allem... Dieses Pokémon. Dieses Pokémon ist so verdammt schnell und kriegt eigentlich immer einen Volltreffer. Igitt. Muss man wirklich aufpassen bei Volteball, denn, Crit. Haha, sehr schön. Level up. Gut. Denn die können gut und gerne einfach mal, explodieren, ne? Ah, oder paralysieren. Das geht natürlich auch. Jaha. Tackle. Aua. Aber David N. kommt ja relativ gut durch. Oder NN. Level 20. Ich weiß nicht, wann die diese bescheuerte Attacke lernen. Ich hoffe einfach mal gar nicht. Oh, und Paralyse. Sehr schön. Er hat unsere Verteidigung gesenkt. Das ist nicht so cool. Mit dem Crit wären wir raus. Ich könnte ja Darkyros reinschicken. Der wird einiges an Schaden raushauen können. Oh, darauf habe ich echt spekuliert, dass es kann. Das ist ekelhaft. Furienschlag macht mehr Schaden als Schnabel generell. Wenn es mehr als zweimal trifft. Wir machen so gar keinen Schaden am Ding. Zumal es eh nicht resistiert wird. Böse. Auf Wiedersehen, Volteball. Wow, echt 6 Angriffe brauche ich dafür. Ugh. So. Ein Kurzschluss. So, ja. Der Typ hier vorne ist der letzte Trainer hier drin. Bis auf den Arena-Teil natürlich. Ich schau mal kurz, ob ich Tränke überhaupt bei. Ich müsste ein paar Tränke noch haben. Ja, ich habe voll viele Supertränke. Verwende ich einfach mal einen. Und bekämpfen wir den mal. Major Bob war mein Ausbilder. Ausbilder Bob. Oh Gott, da muss ich an Bob Kelso denken. Ach du Scheiße. Scrubs und so, kennt er noch? Scrubs? Die Anfänger? Oh, alter Scheiß, die waren dann. Das war geil. Das war eine geile Serie. Ohne Scheiß. Aber, ja, mit der Zeit... Haha, du bist paralysiert. Und tot. Mit der Zeit haben sie die Serie irgendwie... echt gegen die Wand gefahren. War nicht so cool. Stopp, du bist zu gut. Ausbilder Bob. Bob Kelso. War eine echt coole Serie. Ich mochte natürlich den Hausmeister. Hausmeister einfach. Oder auch genannt Dr. Hausmeister. Ich weiß nicht, ob es eine richtig, ob es eine Anspielung war an Dr. House. Aber haben wir auf jeden Fall richtig geil hingekriegt gehabt. Wobei mir JD ein bisschen auf den Sack gegangen ist, generell. Dafür mochte ich halt den Hausmeister. Gut. Kommen wir zum Schalterrätsel. Naja, das Schalterrätsel hier, beziehungsweise das Rätsel generell ist ein Schalterrätsel. Ist relativ bescheuert. Man kann nicht wirklich drauf kommen, was man machen muss, aber ich glaube, ja, die erzählen mir ja sogar was. Major Bob hat die Tür doppelt abgesichert. Ein Tipp? Mit einem P. Der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Naja, sagt sich so einfach. Okay, ich rede. Major Bob hat hier irgendwo Schalter versteckt. Und? Die Tür öffnet sich nicht. Major Bob war immer sehr vorsichtig. Das ist eine richtig, richtig Bullshit-Sache. Einfach. Man kann hier wirklich alles absuchen. Man denkt sich, ah, da vorne sind Knöpfe an der Wand oder so. Nein!
Man sieht die ganzen Mülleimer und denkt sich so, was soll ich tun? Naja, drücke ich mal den Knopf hier. Hier ist nichts, bloß Abfall. 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 Bloß Abfall. Abfall. Hier ist ein Hebel versteckt. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Wie der Kollege schon gesagt hat, es gibt hier zwei Schlösser. Und zwar direkt daneben. Das hieß jetzt, wir haben die Möglichkeit, hier unten einen zu haben. Hier, da oder hier drüben. Ich gehe eigentlich immer mit der Sache, dass er unten ist. Das war blöd. Hey, das Schloss wurde wieder verriegelt. So, wenn man jetzt denkt, oh, dann aktiviere ich ihn doch selber. Nochmal. Hier ist nichts, bloß Abfall. Das ist so ein Schwachsinn, diese Arena, ne? Ich mag sie nicht. Ich hasse sie. Wie kann man so lange einfach im Kreis rennen und den Hebel nicht finden? Boah, ist das schlimm. Ich mag die Arena nicht, ich mag sie nicht, ich mag sie nicht. Hier ist ein Hebel versteckt. Das ist einer der vier Punkte, die am besten sind. Denn hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, also eine 50-50-Chance, dass man den Hebel erwischt. Ich sag unten. Haha, entriegelt. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Sehr gut. Die Tür ist offen, aber wir gehen erstmal raus. Keine Sorge, die Tür schließt sich nicht nochmal. Das wäre ja echt krank. Das wäre so krank, da hätte ich auch selbst gesagt, da gehe ich nicht raus. Hätte ich Matthew wahrscheinlich einfach mal einen Trank gegeben und dann gesagt, okay, machen wir mal kurz. Und hier ist so eine Mücke. Ich hasse das. Mann. Da komme ich vor einer Stunde nach Hause, ne? Und das Erste, was ich machen will, ist aufnehmen. Das ist ja eine Mücke. Ich hasse es. Bah, Free Devil. So. Auf zurück in die Arena. In die Arena, 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 Arena. Da, 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 da. So, Matthew. Schneid, schneid, schneid. Elemente. So. Und dann gehen wir einfach mal durch zu dem Herrn Major Bob. Warum der hier einen Abfall stehen hat, ich habe keine Ahnung. Da ist nämlich nichts drin. Ich könnte vermuten, dass sein eigenständiger Hebel gewesen, dass er rauskommen kann, aber naja. Ich will mich neben ihm stellen. Na komm. Na komm. Na komm. Ich krieg's hin. Krieg's hin. Krieg's hin? Das ist extrem schwer in Generation 1, einfach mal nach unten zu schauen, ohne sich zu bewegen. Haha, geschafft. Wow, man muss wirklich nur minimal antippen. Schlimm. Vor allem auf dem 3DS ist einfach... Naja, entweder man drückt minimal und nichts passiert, oder man drückt und man läuft. Das ist echt ekelhaft. So, ich möchte den Kampf gerne anfangen mit David N. Auch wenn ich gesagt habe, Matthew wird hier gut rocken, aber naja, die Erfahrungspunkte und das Level von David N. mit der Initiative lassen ihn schon, oh, was ein Level-Up, lassen ihn schon bestimmt einiges einstecken und auch austeilen. Aber naja, kommen wir erstmal zum Major Bob. Hey Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel kannst du sicher sagen, ne? Lass mich dir was erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Feldzüge, Krieg, paralysiert, getötet. Ne? Das gleiche steht nun dir bevor. Oh. Das ist nett. Major Bob. Der ist nicht ohne Grund Major Bob. Oder Major Bob. Naja. Er ist ein Kriegsveteran. Ist nur die Frage, in welchem Krieg der gedient hat, man weiß es nicht. Einige bescheuerte Quellen sagen, er hatte im Krieg gedient gegen, vor 3000 Jahren mit, dem König Azet. Was totaler Schwachsinn ist, weil es absolut keinen Sinn ergibt. Aber er fängt an mit einem Volteball, was direkt Ultraschall macht. Okay. Er geht also direkt auf die 20 Schaden, die er machen kann. Gut und gerne. Und macht einen Tackle hinterher.
Mit Crit macht gerade mal 11 Schaden, okay. So, er ist aber schneller. Das heißt, ich muss wechseln, sonst haut er mir mein Ding jetzt um. Und da er keinen... Naja, er hat keinen Elektroangriff, wie er gezeigt hat, denke ich mal. Gut. Heißt, Darkyrus kann ihn sogar umhauen. Ultraschall. Okay, schön gut. Eine Sache, die mir immer generell ein bisschen auf den Magen geschlagen hat bei Elektro-Pokémon, ist ja die Tatsache, dass sie nicht so viele Elektro-Attacken haben. Also es gibt Typen, die haben einfach so eine riesen Auswahl an Attacken. Und Level 19. Sie können einfach aussuchen, was sie spielen wollen. Elektro hat eigentlich nur... Okay, mittlerweile haben sie ein paar Attacken, die sie wählen können. Die aber nicht so viel bringen. Naja, ist halt ein bisschen komisch. So. Pikachu ist draußen. Pikachu, natürlich, kennt man. Elektroattacken, ekelhaft. Kann er wehtun. Deswegen... kein Wunder, dass er die schnelle Arena-Attacke genannt wird. Huh. Deswegen einfach mal Schaufler und das Ding wahrscheinlich One-Shotten. Trotzdem Minusangriff. Er gibt X-Tempo. Ha, was ein Noob. Deine Initiative bringt dir gar nichts, wenn du mich nicht triffst. Kloppt. So, sein Ass ist ein Level 24 Raichu. Das ist ekelhaft schwer. Aber es kann nichts außer Donnerschock. Quasi. Heißt, Bodentyp fangen und die Arena mit einem Schlag. Volltreffer. Es muss immer ein Volltreffer in diesen blöden Arena-Kämpfen sein, ne? Unfassbar. Einfach umhauen, fertig ist. Das war's. Das war der Orden. Und Level 21. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte als quasi Frage der Folge, ist eigentlich, welches Elektro-Pokémon der ersten Generation findet ihr vom Design her am besten? Also vom reinen Design her. Ich weiß, viele werden sagen Zapdos, aber es gibt vielleicht noch ein paar Typen, die sagen, Herr Raichu sieht ziemlich cool aus. Was gibt's noch als Elektro-Typ? Voltaball, Elektroball, Pikachu gibt's noch. Electek, auf jeden Fall gibt's viele, die Electek sagen werden. Aber, ja, welches ist euer favorisiertes Elektro-Pokémon vom Design her? Einfach mal so. Matchup wurde besiegt. Wow. Ah, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Yeah. Cool. Der dreht's einfach weg. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Das stimmt sogar tatsächlich noch damals. Es hat sogar noch gestimmt. Minimal. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge. Momentan aber, wir haben jetzt wirklich, naja, alle 5 VMs mitbekommen, die genannt worden sind. 3 auf dem Schiff und, also 3 wurden auf dem Schiff genannt und 2 jeweils in Arenen. Wie viele haben wir gefunden? Eine. Du bist ein besonderer Junge. Nimm das hier. TM 2924, was habe ich da? Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Naja, Elektro-Pokémon oder... 24 ist eine geile TM immer gewesen. Oder ich könnte es Kunst beibringen oder David N. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die zweite Arena nicht Elektro war und die dritte dann Wasser, weil wir sind ja mehr. Naja. Wäre halt ein geiler Vorteil gewesen, mit Donnerblitz direkt in eine Wasserarena zu kommen. Und mit eventuell einer Bodenattacke außer Gesteinsarena in Anführungszeichen dann zum zweiten Orden. Naja. So ist die Welt. Ich könnte es David N. beibringen, oder David N. unter dem Kunst, aber ich spare es mir doch auf. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Oder ich kriege ja einen guten Encounter. Wer weiß. Kann alles möglich sein. Aber wir sind ja erstmal fertig. Und ich würde sagen, ja, wir kommen hier erstmal raus. Aus dem Busch. Und wenn wir jetzt hier in Gelb wären, hätten wir hier eine, naja, eine Dame stehen. Eine Officer Rocky. Die einzige Officer Rocky, die überhaupt existiert in den Pokémon-Spielen. Und die hat uns einen Schicke gegeben, Level 10. Und das wäre schön gewesen. Und so weiter. Aber wir sind hier fertig. Der einzige Weg, den wir jetzt noch wirklich gehen können, ist zurück nach Norden, nach Azuria. Weil, ist so. Traurigerweise.
Will nach unten schauen. Haha, geht doch. Deswegen muss ich durch den ganzen Tunnel zurücklaufen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in diesem Part vor den Toren Azurias. Also von Süden gesehen, Toren Azurias. Und von dort aus begeben wir uns in Richtung des Felstunnels. Und glaubt mir, wir werden aber wahrscheinlich wieder ultra lange brauchen, weil wir einfach viel zu viele Kämpfe haben auf dieser Route. Aber wir werden ein neues Pokémon fangen können. Und ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Denn wir haben die Chance, ein paar sehr, sehr interessante Pokémon zu finden. Aber auch ein paar Nieten. Oder doppelte Pokémon. Naja. Aber auf jeden Fall bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, die Frage der Folge in Anführungszeichen könnt ihr gerne beantworten. Könnt auch gerne sagen, ob ihr ein Pokémon werden wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare mit Wünschen, Anliegen, aber bedenkt, wenn es eine Überlappung gibt von Wünschen, dann bevorzuge ich immer die Person, die als erstes den Namen genannt hat. Das hieße, wenn ihr seit Folge 1 dabei seid, habt ihr sowieso eher das Glück ranzukommen. Aber gut, ich bin raus. Ich danke nochmal fürs Zuschauen und sage bis dahin. Ciao, ciao.